Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Kollege Gelbhaar, Glückwunsch zur ersten Rede. Ich will aber gleich dort anfangen, wo Sie aufgehört haben. Da geht es auf gar keinen Fall um Rausreden, sondern es ist doch richtig, dass wenn man sich zu einer gemeinsamen Verantwortung bekennt, die wir in diesem Land haben, dass man dann in Partnerschaft mit den Kommunen, in Partnerschaft mit den Ländern, mit dem Bund gemeinsam hier vorangeht. Und genau so sind diese Initiativen zu verstehen. Da geht es nicht um ein Wegdrücken, sondern es geht darum, dass man sich dieser Aufgabe gemeinsam stellt. Und ohne Zweifel haben wir Anlass, über das Thema Umwelt und Verkehr zu sprechen. Wir haben Handlungsdruck wegen den Stickstoffemissionen. Wir haben ehrgeizige Ziele im Klimaschutz. Bei den CO2-Emissionen im Verkehr war die Entwicklung in den letzten Jahren nicht so, dass es uns zufriedenstellt, sondern im Gegenteil. Wir haben uns jetzt ehrgeizige Ziele gesteckt für die nächsten Jahre. Wir haben den Klimaschutzplan verabschiedet. Wir werden den in Gesetzesform gießen und wir werden die dort darin enthaltenen Maßnahmen umsetzen. Wegen Stickstoffemissionen und Klimaschutz müssen wir uns dieser Aufgabe widmen. Zu der konkreten Frage, was die Förderung des ÖPNVs angeht, hat mein Kollege Michael Dont vorher schon ausführlich Stellung genommen. Ich will das nur noch mal aufgreifen und sagen, selbstverständlich ist es doch richtig, und diese Aufgabe hat sich die Koalition gestellt, den ÖPNV zu stärken. Und wir wollen das aber in einem Gesamtkontext sehen, Stärkung des ÖPNV im Sinne nachhaltiger Mobilität in der Stadt und darüber hinaus mit einer Stärkung auch von Schiene und Bahn und alternativen Antrieben, die wir gemeinsam voranbringen wollen, um mit einem Gesamtkonzept hier voranzukommen. Und ich möchte darauf verweisen, es wird dieser Brief manchmal auf diesen einen Vorschlag reduziert. Es ist vorher aber schon richtig gestellt worden, dass es ein ganzes Bündel an Maßnahmen sind. Und ich will eins noch mal etwas stärker herausgreifen. Das ist das konkrete Vorhaben, den Kommunen Emissionslimits zu ermöglichen bei Bussen und Lieferwagen. Ich finde, das ist ein richtiges Instrument. Wenn dieses Instrument angewendet ist, dann steht es selbstverständlich im Zusammenhang damit, dass man auf diesem Weg auch unterstützt und hilft. Deshalb muss es Förderung geben und deshalb gibt es Förderung, um umzustellen auf Elektrobusse, die selbstverständlich verfügbar und vorhanden sind. Deshalb gibt es Unterstützung und muss es geben, um Dieselbusse umzustellen und nachzurüsten. Und auch das, finde ich, ist ein Punkt, den man in dieser Diskussion sehen muss, den wir einbringen und den wir in dieses Gesamtkonzept einbringen wollen. Und darum geht es, dass wir uns vornehmen, nachhaltige Mobilität in Deutschland voranzubringen. Wir haben die nationale Plattform Elektromobilität. Es gibt den Vorschlag aus der Bundesregierung, das weiterzuentwickeln zu einer nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Und diese Zukunft muss eine nachhaltige Mobilität sein. Und da haben wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen in dem Koalitionsvertrag vereinbart für Elektromobilität, mehr Anreize, beispielsweise bei der Dienstwagenförderung, aber auch sonst die Fortsetzung der Förderung, der Aufbau von Infrastruktur, 100.000 Ladesäulen in den nächsten Jahren, um Elektromobilität tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Dann das Thema Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Die Fragen der alternativen Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, Gas und erneuerbare Energien, das alles gehört zu diesem Gesamtkontext dazu. Da wird es nicht eine Maßnahme sein, aber wir müssen all diese Maßnahmen mit Entschiedenheit und mit Nachdruck voranbringen. Das müssen wir als Politik tun. Wir müssen dabei auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Unser Ziel muss sein, dass das effiziente Ökoauto der Zukunft bei uns in Deutschland gebaut wird. Dann werden wir Und nur dann werden wir auch den wirtschaftlichen Wettbewerb gewinnen und dort bestehen. Und dann werden wir unsere Ziele für Umwelt- und Klimaschutz erreichen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, und der stellen wir uns. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Arno Klare für die SPD-Fraktion.